nicht, dass du da hinfällst. Ich will, dass du dich für immer und ewig an mich erinnerst. Niki. Das dürfen wir nicht. Wirklich nicht. Bitte entschuldige, ich weiß auch nicht, was heute mit mir los ist. Siehst du etwas? Du hast doch gesagt, du hättest ein Schneemobil oder Motorgeräusche gehört. Warte, ich höre auch noch etwas anderes. Den Wind? Nein, den ganz sicher nicht. Sei bitte nicht mehr ärgerlich. Ich wollte mich doch nur verabschieden, sonst nichts. Was ist denn? Ich weiß es nicht. Vielleicht bilde ich es mir nur ein. Hören Sie, ich möchte mit Inspektor Castillo sprechen. Nein, sonst kann mir keiner aus Ihrem Büro behilflich sein. Danke. Sie haben nur gesagt, dass er nicht in der Stadt ist. Und leider auch nicht, wann Sie ihn wieder erwarten. Vielleicht finde ich das heraus. Wenn er nicht bald zurückkommt, müssen wir uns eben was anderes ausdenken, bevor Hand Lunte riecht und abhauen kann. Es gibt in der Abteilung noch einen Lieutenant Boswell. Cruz hat mit ihm gearbeitet. Ich bringe solche Schwierigkeiten erst richtig auf Touren, hm? Wieso auch nicht? Immerhin versetzen wir der Mafia einen ziemlichen Schlag. Es ist, als ob ich etwas Wundervolles für die Gerechtigkeit und für unser geliebtes Vaterland tue. Das klingt eher nach Arbeit für Superman. Jetzt lass uns nur nicht übermütig werden, ja? Wieso denn nicht? Es ist schließlich ein ganz tolles Gefühl, findest du nicht? Du warst immerhin dem guten Willen von Hand und Tunnel ausgeliefert. Ich war niemandem ausgeliefert, sie waren mir lediglich von Nutzen. Doch das ist jetzt Vergangenheit. Na? Wenn man vom Teufel spricht. Ich bin's doch bloß, mein Bester. Ich habe lange keinen mehr vom Thron gestoßen, langsam wird's Zeit. Ja, hallo? Julia, schön, dass du zu Hause bist. Stimmt nicht, hier ist der Anrufbeantworter. Sei doch nicht so. Ich würde gerne mal kurz bei dir vorbeikommen. Oh nein, das geht auf gar keinen Fall. Es ist wichtig und ich habe ein Geschenk für Samantha. Ich bleibe auch wirklich nur eine Minute. Und wieso muss das unbedingt sein? Ich bin gleich verabredet. Es verdirbt, wenn ich es ihr nicht heute noch gebe. Bis du hier bist, bin ich schon längst auf dem Weg in die Stadt. Ich nehme nicht an, dass du mir den Schlüssel unter die Matte legst, oder? Sicher nicht. Das wäre dasselbe, als würde ich dir eine Pistole in die Hand drücken. Mach dir keine Sorgen, du wirst noch nicht weg sein, wenn ich komme. Ich bin in 5 Sekunden da. Nein! Wie hast du... Oh nein, bitte nicht schon wieder eine dieser verflixten Nächte. Warum gehen Sie nicht raus und drehen sich Locken wie Glanzhaar? Ich hätte da noch ein paar Kleinigkeiten mit Robert zu bereden. Ich gehe mich besser anziehen. Ja, und wenn möglich, tragen Sie doch etwas tief Ausgeschnittenes und Kurzes. Ich bin sicher, du bist nicht nur wegen eines kleinen Schwätzchens hergekommen. Hm. Also, was willst du wirklich? Ich will wissen, was du willst. Ich bin sicher, du hast große Pläne. Mit mir auch. Ich erinnere mich genau, was Tunnel passiert ist.
Das Messer hast du ihm in den Rücken gestoßen, weil du angeben wolltest. Du wirst doch deswegen nicht in Tränen ausbrechen, oder? Nein, nein, ich wollte nur wissen, ob ich der Nächste sein soll. Da du ja eine neue Freundin hast, auch wenn sich die zwei sehr ähnlich sind, musst du ja vielleicht wieder angeben. Was ich von dir wissen will, ist, bin ich eventuell die nächste Leiche, die du auf deinem Weg brauchst, um endlich respektiert zu werden? Sag, womit muss ich rechnen? Wie kommst du denn nur auf diese Idee? Ob du es glaubst oder nicht, ich habe immer noch sehr viel für dich übrig. Nenn es blauäugig oder auch ruhig dumm. Meine Partner aus Las Vegas haben mir in der Sache eine hohe Verantwortung übertragen. Du kannst doch ganz sicher verstehen, dass ich es mir nicht erlauben kann, alles zu vermasseln, oder? Ich würde alles tun, was nötig ist zu tun. Ich hatte dir versichert, dass ich mich nicht einmischen würde und daran habe ich mich auch bis jetzt gehalten, klar? Ich wollte mich nur versichern. Ich nehme wohl an, dass du nicht gerade sonderlich erpicht darauf bist, dass deine jetzigen Geschäftspartner dich so mit mir in dieser Eintracht bewundern kann. Ganz recht, ganz recht. Amüsier dich nur gut auf dieser Party heute Abend, hörst du? Und spende schön für die Waisenkinder, ja? Das ist wichtig. Na, wir bleiben in Verbindung. Diese Verbindung wird nicht zu eng sein, hoffe ich. Anscheinend wird Craig jetzt nervös. Er hat leider herausgefunden, dass jemand rumgeschnüffelt hat. Und jetzt will er wissen, wer das war. Dummerweise hat er gleich an mich gedacht. Hallo? Ja? Ja, ich verstehe. Danke, Rick. Jetzt ist alles klar. Ich weiß, wieso Craig so nervös geworden ist. Ich dachte, ich hätte Rick gefeuert. Die Information gibt er uns auch so. Heute Nacht wird das Casino-Boot eröffnet und das bedeutet, dass wir uns beeilen müssen. Sonst sind die morgen mit Sicherheit außerhalb der 12-Meilen-Zone und längst über alle Berge. Also müssen wir heute noch etwas unternehmen. Na, gefällt dir dein Geschenk? Ja, aber natürlich, ein neues Stofftier gefällt dir doch immer. Ich befürchte nur, dass sie später Zoologie oder sowas studieren wird. Einen schönen Abend noch. Oh, aber ich bin noch längst nicht fertig mit dem Verteilen der Geschenke. Für dich habe ich auch noch eine Kleinigkeit, meine Schöne. Ich möchte von dir aber lieber etwas ganz Großes bekommen, und zwar bald. Ich möchte, dass du mich endlich in Ruhe lässt. Wie gut, dass dieses Geschenk keinen Krach macht. Wie kannst du es ablehnen, wenn du noch nicht einmal weißt, was es ist? Ich weiß, dass es ziemlich teuer war. Auch wenn wir noch zusammen wären, würde ich es nicht tragen. Es würde mir nicht gefallen und du könntest mir nicht im Geringsten damit imponieren. Du verwechselst mich da anscheinend mit gewissen Frauenzimmern, die durch solche funkelnden Gehänge noch enorm zu beeindrucken sind. Ich bin nicht Sascha. Was fällt dir eigentlich ein, dermaßen unverfroren über mich herzuziehen, wenn ich dir was schenken will? Außerdem weißt du gar nicht, was in dem Kästchen hier ist. Dieses Geschenk kam von Herzen und dass du dauernd über mich herziehst, reicht mir jetzt! Meinetwegen kannst du mich rausschmeißen oder alles, was ich tue und sage, rundheraus ablehnen. Aber mach dich nicht über mich lustig. Weißt du eigentlich, was du alles treibst? Deine unerwarteten Besucher, die verstimmten Violinen, die Flüstertüten, die machen deinen regelrecht krank. Also gut. Es gefällt dir absolut nicht. Ich kann dich nicht überzeugen. Aber es ist schade, dass du unsere Ehe nicht retten willst, auch wenn es dein gutes Recht ist, so zu denken. Ich möchte nichts Unmögliches von dir verlangen. Allerdings finde ich, dass du ruhig etwas mehr Respekt vor mir haben könntest. Wenn du dir etwas gründlich verscherzt hast, dann das, Mason. Das ist der große Unterschied zwischen damals und heute. Ich empfinde höchstens noch Zuneigung für dich und sonst nichts. Auf keinen Fall Liebe oder so etwas in dieser Art. Respekt schon gar nicht. Ich respektiere keine Männer, die Frauen genauso wie ihre Krawatten behandeln. Und jetzt geh. Oh, hallo, Derek. Ich bin noch nicht fertig. Aber Mason wollte sowieso gehen. Ich bin gleich wieder da. Ich hoffe doch, dass ich nicht allzu sehr störe. Zum Abholen ist es aber noch reichlich früh. Wir wollen bei den Vorbereitungen noch etwas helfen. Ach ja, Sie organisieren diese ganze Wohltätigkeitsgeschichte, nicht wahr? Ich bin nur für einen kleinen Teil verantwortlich. Oh, nur keine falsche Bescheidenheit. Na, haben Sie schon Schmetterlinge im Bauch? Lampenfieber oder sowas Ähnliches? Wenn ich ehrlich bin, etwas nervös bin ich tatsächlich. Bei so vielen Leuten habe ich mich noch nie besonders wohl gefühlt. Vor allem, wenn ich kaum jemanden kenne. Aber Sie kennen immerhin ein paar Fotografen. Ihre Frau hat das netterweise arrangiert. Tja,
Leider konnte ich sie heute gar nicht in dem Versteck hinter den Palmen sehen. Was tut man nicht alles für einen guten Zweck? Die Frage lautet doch, was ist das für ein guter Zweck? Hast du was sehen können? Nein, leider nicht. Ich bin auch nicht sehr weit gekommen. Es fängt schon wieder an zu schneien. Es war womöglich doch der Wind. Glaube ich nicht. Was starrst du denn da an? Das bildest du dir ein, ich starre nichts an. Ach komm schon, du hast doch was. Da bin ich ganz sicher, das macht mich ganz nervös. Was ist, sind wir nun Partner oder nicht? Es war nur so ein Gefühl. Was für ein Gefühl denn? So, als ob jemand hier gewesen ist. Wo hier? Irgendwo draußen? Hier in der Nähe. Oh, langsam bekomme ich Angst. Das ist nicht nötig. War das Eden? Ist alles in Ordnung mit dir? Jetzt wäre der falsche Zeitpunkt, um Halluzinationen zu bekommen. Ich kann das ganz genau fühlen. Manchmal passiert mir so etwas. Es ist nicht das erste Mal. Du meinst das Gefühl, dass sie in der Nähe ist und dann war sie es tatsächlich? Ja, das kann man wohl sagen. Es klingt absolut verrückt, aber so ist es gewesen. Ja, aber was sollte deine Frau hier nur machen, außer ihre neuen Schneeschuhe auszuprobieren? Es gibt keinen Grund, wieso sie hier sein sollte. Lass es uns vergessen. Er war in der Berghütte, genau wie der Sheriff es vermutet hat. Ist er verletzt? Wieso ist er nicht hier? Die Rettungsmannschaft ist noch nicht so weit gekommen, aber ich bin sicher, dass sie ihn schon bald finden werden. Hast du ihn überhaupt da oben gesehen? Ich bin bis zur Berghütte gelaufen und da war er. Ja. Was ist mit dir los? Was machst du? Was ich mache? Ich suche nach einer Autovermietung. Ich brauche ein Auto, um nach Hause zu fahren. Ich weiß, dass es Cruz gut geht, also kann ich fahren. Wolltest du nur wissen, ob es ihm gut geht? Du wolltest doch mit ihm reden. Wenn man besorgt ist, sagt man manchmal Sachen, die man eigentlich gar nicht sagen will. Ich hatte vergessen, wie es um unsere Beziehung steht, er nicht. Ich weiß jetzt, was los ist. Was hat er denn zu dir gesagt? Hast du überhaupt mit ihm gesprochen? Ich möchte nicht, dass er erfährt, dass ich hier war. Das würde uns nicht weiterhelfen. Miss Alvarez ist bei ihm, nicht wahr? Dagegen ist auch gar nichts einzuwenden. Ich habe nicht das geringste Recht, Cruz das vorzuwerfen. Ich habe dieses Recht leider verspielt. Aber du kannst hinfahren und dich davon überzeugen, dass es ihm gut geht. Das werde ich. Verlass dich drauf. Sie sehen hinreißend aus. Danke. Das Armband passt leider doch nicht zu diesem Kleid. Lassen Sie nur, ich helfe Ihnen. Das ist kein Problem. Na bitte. Danke. Und ich danke Ihnen, dass Sie Mason abgewimmelt haben. Sie sehen heute Abend aber auch ganz toll aus. Danke. Ist schon komisch, dass wir uns dermaßen in Schale werfen, wo doch der Star der heutigen Veranstaltung splitterfasernackt ist. Augusta? Das Pferd ist der Star. Ach, so sagen Sie das ja nicht, Augusta. Der Mond. Er ist schon aufgegangen. So früh schon? Ich finde es leicht beunruhigend, wenn die Sonne und der Mond zusammen zu sehen sind. Sie nicht? Nein, ich liebe das sogar sehr. Ja, aber irgendwie sollten die beiden sich entscheiden, wessen Zeit es ist. Entweder wir haben Tag oder Nacht, es kann nicht alles gleichzeitig sein. Aber der Himmel ist so groß. Was wir hier unten wollen, ist doch eigentlich ganz egal. Mr. C? Na Gott sei Dank. Sie haben dein Auto heute Morgen entdeckt. Und Sie haben auch den Rauch vom Kamin gesehen. Es hat gedauert, bis wir hier konnten. Ist alles in Ordnung? Sie hat sich irgendwie den Knöchel verletzt, ist aber nichts Ernstes. Ist Eden nicht mit ihr hergekommen? Nein, sie ist nicht da. Und das ist sicher auch ganz gut so. Soll das noch weitergehen? Willst du dich noch öfter mit ihr rumtreiben? Moment mal, warte. Nicht, dass ich dir irgendetwas erklären müsste, aber das ist so offensichtlich, da musst du wirklich nichts erklären. Frag doch Eden, sie weiß, dass ich an einem Fall arbeite, der dringend ist. Ich weiß, was du ihr gesagt hast. Allerdings frage ich mich, ob deine Arbeit unbedingt die Assistenz dieser Frau benötigt, die sich die Zeit im Billardhallen vertreibt. Meinen Sie nicht, Sie könnten freundlicherweise warten, bis ich diese Hütte verlassen habe? Ob du es glaubst oder nicht, diese Frau ist Polizeibeamtin, da staunst du, hä? Sie hat monatelang an diesem Fall gearbeitet, der hier endlich zu Ende gebracht werden sollte. Nur leider ist über uns dieser Berg zusammengekracht und damit konnten wir nicht rechnen.
Also, ich muss sagen, mir reicht das hier. Ich werde schon mal rausholen. Ist alles noch schlimmer geworden. Ich bin wohl nicht der Einzige, der hier einen falschen Eindruck bekommt. Daran bin ich allerdings nicht schuld, wenn ihr euch etwas einbildet. Und Eden, ihr seid wirklich ein verrücktes Paar. Zuerst bildest du dir alles Mögliche in Bezug auf diesen Robert Barr ein und jetzt macht Eden denselben Fehler. Aber diese Situation kannst du nun wirklich nicht vergleichen mit der von Eden und Robert. Eden weiß, dass sie einen Fehler gemacht hat. Ach so, siehst du das. Nur ein kleiner Fehler von ihr, sonst nichts weiter. Ich sehe das anders. Gib ihr doch eine Chance, sie würde dir gern alles erklären. Ich habe ihr das nicht verboten, sie kann jederzeit reden. Allerdings habe ich im Moment etwas anderes zu tun, also muss sie sich etwas gedulden. Wir warten hier halb erfroren und du kommst rein und hast nichts Besseres zu tun, als uns irgendeiner romantischen Liaison zu beschuldigen. Wenn du uns jetzt entschuldigen würdest, meine Gespielin wird heute noch äußerst dringend in Mexiko erwartet. Es tut mir leid, ich habe mich geirrt, es tut mir sehr leid. Klopfst du eigentlich nie an? Es handelt sich um einen Notfall. Dann klopf richtig laut an, also was ist? Ich habe gerade an der Bar gehört, dass alle Männer vom Casino-Boot abgezogen wurden. Mit Sicherheit ist irgendwas im Gange. Was ist mit Robert? Hat er Cruz gefunden? Nein, wir wissen leider immer noch nicht, wo er ist. Aber wir dürfen keine Zeit verlieren. Anscheinend hat Hunt eine Zusammenkunft mit diesen geheimnisvollen Investoren arrangiert. Und zwar Hals über Kopf. Es muss dabei um etwas ziemlich Wichtiges gehen. Aber Hunt ist noch vor einer Stunde hier gewesen. Weißt du, worum es bei diesem Treffen geht? Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, als ob es um dich gehen könnte. Vielleicht auch um mich oder Robert. Na, fantastisch. Dann kann ich mich ja richtig sicher fühlen. Aber ich dachte, du wärst an solche Situationen gewöhnt. Gummienten, die in deiner Marmorbadewanne schwimmen und ähnliche Horrorvisionen. Wirklich wahnsinnig witzig. Lass uns zu dem Schiff gehen und sehen, ob wir was herausfinden können. Das kann ich auch alleine erledigen. Du siehst heute einfach klasse aus. Wir sollten hinrudern. Das ist nicht nötig. Es hat angelegt. Kelly, bist du ganz sicher, dass du mitkommen willst? Vor allem wegen Robert. Er sieht es nicht gerne, wenn du dich mit mir rumtreibst. Aber Robert legt mich doch nicht an die Kette. Besser wäre es. Officer White fährt dich schnell zum Flughafen, ja? Ach, natürlich. Ich hasse Abschiedsszenen. Dann machen wir auch keine. Ich fand es schön. Ich meine, natürlich nicht schön. Ach, du weißt schon. Ja. Tut mir leid, dass ich deinen Fall versaut habe. Hast du doch gar nicht. Wenn ich dir von vornherein gesagt hätte, wer ich bin, dann wäre sicher alles sehr viel besser gelaufen. Das werden wir nie erfahren. Pass auf dich auf. Du auch. Ich will ja nicht stören, aber es ist ein weiter Weg zum Flughafen und wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, gut. Nikki Alvarez arbeitet für die Polizei. Ihre Beziehung zu Cruz ist rein beruflich. Die zwei hatten hier nur einen Fall aufzuklären. Wenn Cruz das gesagt hat, dann ist das auch wahr. Zumindest ist das ein Teil ihrer Beziehung. Wieso ein Teil? Ganz sicher hatten die beiden keine Affäre, glaub mir das ruhig. Ich weiß, du meinst es bloß gut, aber du musst mir nichts vormachen, das ist nicht nötig. Es ist für mich nicht leicht, Cruz mit einer anderen Frau zu sehen, aber daran bin ich schließlich selber schuld. Er war doch nur mit ihr dort, weil sie da festsaßen. Meinst du, er hätte sonst in ihrem Beisein alles erklärt? Außerdem hat sich die ganze Sache erledigt, denn sie fliegt heute noch nach Mexiko. Und wahrscheinlich sehen sie sich nie wieder. Sie fliegt wirklich nach Mexiko? Ja, wenn ich es dir sage, vielleicht ist sie längst weg. Und Cruz kommt bald wieder hierher zurück. Zumindest habe ich ihn noch mal daran erinnert, dass heute Nacht die Benefizveranstaltung stattfindet. Die Veranstaltung? Das habe ich total vergessen. Ich sollte darüber eine Sendung machen. Ich weiß, ich habe das nicht vergessen. Ich danke dir. Sophia, lassen Sie die Blumen in Ruhe. Ich möchte nichts Altbackenes, ich möchte Extravagantes. Kann ich Ihnen mal etwas sagen, bevor Sie so weitermachen? Können wir nicht wenigstens heute Abend unsere Streitigkeiten vergessen? Ich finde es bewundernswert, was Sie hier auf die Beine gestellt haben. Ganz besonders, dass Sie sich bereit erklärt haben, 10% des Erlöses aus der Auktion zu stiften. Ich finde, das ist wirklich sehr großzügig. Danke, Sophia. 40% wären wesentlich besser, aber wir erwarten ja keine Wunder. Wir haben immer sehr viel getan. Wohltätigkeitspartys und viel für das Museum. Ja, Leiner fühlte sich da so wohl wie ein Fisch im Wasser.
Leider kenne ich die meisten Leute nicht. Alles neue Gesichter für mich. Sind wahrscheinlich aus Hollywood gekommen. Ich habe das Gefühl, dass Santa Barbara der Hinterhof von Los Angeles ist. Es ist möglich, dass sie bald noch viel mehr aus Hollywood sehen kann. Ich habe gehört, dass Steven Slade hier demnächst seinen neuen Film dreht. Ja, ich weiß. Ihr großes Comeback. Ich habe gehört, diese Rolle war eigentlich für Jaja. Endlich. Ich dachte schon, ich kenne niemanden. Es ist schön. Hallo, darf ich vorstellen? Das ist Augusta Lockridge, Steven Slade. Guten Abend. Ich freue mich wirklich sehr, Sie mal kennenzulernen. Ich habe das Gefühl, wir sind uns schon begegnet. Daran würde ich mich erinnern. Vielleicht unter dem Namen Augusta Wainwright. Bedauere, nein. Na gut, ich vergebe Ihnen. Möglicherweise Gedächtnisschwund, kann ja sein. Ihr Filmleute habt ja alles Mögliche, wie man weiß. Vielleicht ist es auch nur eine harmlose geistige Verwirrung. Damit ist mir auch klar, warum Sie Sophia mit John Fontaine verwechseln, nicht? Oh, ich glaube, an einen Gedächtnisschwund würde ich mich erinnern. Ah, er hat ja Sinn für Humor, köstlich. Ich bin froh, dass jemand wie Ihr Freund heute hier ist. Ich mag ihn, ein netter Kerl. Ich brauche Champagner. Entschuldigen, sie hat mich gefreut. Und mich erst. Hallo, tut mir leid, dass ich so spät komme. Hast du die Tischkarten fertig? Ah, ist schon in Ordnung. Deine Handschrift kann sowieso keiner lesen. Musstest du unbedingt das anziehen? Oh, Derek, wie schön, Sie doch noch zu sehen. Augusta. Die meisten sind ja schon so gespannt, Sie kennenzulernen. Du erlaubst doch, dass ich ihn dir entführe und ihn meinen illustren Gästen vorstelle, nicht wahr? Natürlich, ich war ja nur der Begleitservice. Ich habe ihn hierher gebracht und jetzt gehört er dir. Oh, wie wunderbar, Sie gehören. Ich weiß nur leider nicht, ob ich das nächste Derby für Sie gewinnen kann. Wir werden sehen. Ladies und Gentlemen, darf ich jetzt um Ihr Gehör bitten, denn ich möchte Ihnen unsere heutige Künstlerin vorstellen. Ihre Stimme ist so schön anzuhören, wie sie auch ansonsten eine Augenweide ist. Wir können uns freuen auf Miss Sascha Schmidt. Ich bitte dich, was soll das? Möchtest du hören, wie ich dich im Bett vermisse? Du träumst davon. Das weiß ich genau. Na, sag schon, was du von mir hören möchtest. Du hast meisterhafte Techniken drauf. Fantastisch. Du kannst es auch mit geschlossenen Augen und ganz angezogen, denn wie es gemacht wird, das weißt du doch in- und auswendig. Manchmal, da kam ich mir vor wie ein Trainingspartner, weil du ausprobieren wolltest, welche Technik uns Frauen beeindruckt. Nur weiter so. Ich glaub dir allerdings kein Wort von dem, was du sagst. Also gut, ja. Du warst große Klasse, aber das ist nicht abendfüllend. Du denkst also, du kannst hier einfach so stehen und locker und lässig mit mir über ehelichen Sex sprechen? Mit deiner ungeheuren Arroganz bildest du dir ein, ich könnte es ohne dich gar nicht aushalten und schmeiße dich gleich auf die Matratze. Nein, das denke ich nun wirklich nicht von dir. Was ich allerdings glaube, ist, dass du das Gleiche gespürt hast wie ich, als wir uns eben auf der Terrasse geküsst haben. Das war doch lediglich der Überraschungseffekt. Ich hielt es mehr für Sehnsucht. Anscheinend können Männer sich so ziemlich alles einbilden, wenn sie auf eine Frau scharf sind. Ich bin verliebt. Das macht mich umso gefährlicher und anziehender. Kannst du eigentlich niemals aus Fehlern lernen? Wie lange hast du da schon gestanden und uns zugehört? Ist doch egal. Ich habe die Hoffnung für uns beide schon vor sehr langer Zeit aufgegeben. Also wenn ich mal näher als 20 Meter an dich rankomme, dann habe ich auch Gründe. Ich habe eine Nachricht von Craig Hunt. Wir sollen möglichst schnell zu ihm auf sein Schiff kommen. Er hat etwas Wichtiges zu besprechen. Warum so plötzlich? Ich weiß es nicht. Aber ich traue ihm nicht, also möchte ich doch lieber kein Risiko eingehen. Und jetzt, wo er weiß, dass du in der Sache drin hängst, würde ich es an deiner Stelle auch nicht tun. Was ist? Kommst du mit? Ich hole nur schnell meine Tasche und warte dann auf dich. Wieso erzählst du mir nicht, was hier gespielt wird? Heute Morgen hast du mir noch gesagt, dass du sie bald los wirst. Es gibt doch Schwierigkeiten. Was für Schwierigkeiten? Ich bin tiefer reingerutscht als geplant. Erzähl mir, was los ist. Ich krieg das schon wieder hin. In was bist du geraten? Mason, kannst du mir sagen, was mit diesen $100,000 geschehen ist, die ich dir gegeben habe? Ich scheine nicht mehr nur ihr stiller Partner zu sein. Mittlerweile habe ich dieselben Schwierigkeiten wie Sascha. Na, fantastisch. Und typisch. Mach dir jetzt nur keine Sorgen. Es dauert alles bloß ein bisschen länger. Solange du nicht im Gefängnis landest, ist das nicht nötig. Sie tanzen ausgezeichnet. Danke sehr. Sie aber auch. So, wie es aussieht, lerne ich heute ganz neue Seiten von Ihnen kennen. Da
Tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob mir das so recht ist. Sophia, darf ich dir ein Glas Champagner bringen? Hey, Steven ist mir zuvor gekommen. Das ist aber nett von dir. Ein alter Freund von mir ist auch hier. Ich möchte ihn dir vorstellen. Darf ich sie kurz entführen? Ja, natürlich. Die Auktion wird ja gleich beginnen. Entschuldige. Ladies and Gentlemen, Damenwahl ist angesagt. Suchen Sie sich einen charmanten Tanzpartner. Ich mache auch gleich äußerst wagemutig den Anfang und frage Sissy Kerbau. Was ist? Du siehst heute einfach fantastisch aus, weißt du das? Oh, danke. Auch bei diesem Licht und das will schon etwas heißen. Warum soll das jetzt auch anders sein als früher? Es hat sich schon einiges geändert. Wenn du das sagst, wird es schon stimmen. Ich meine mich, weißt du. Ich habe mich verändert. Es ändert sich eine Menge, wenn man mit Millionären schläft. Ich weiß, wovon ich rede. Was war das? Schnell, versteck dich. Ich hoffe, Sie sind zufrieden, wenn Sie sehen, wie wir Ihr Kapital angelegt haben. Es ist alles da, was das Herz begehrt. Eine gut sortierte Bar. Ach so, ja, ich habe vollkommen vergessen, dass Sie nicht mehr trinken. Sehr gut, ich halte mich auch zurück. Es wäre nett, wenn Sie zur Sache kommen könnten. Sie haben uns von einer Party weggeholt, also wird es wohl wichtig sein, was Sie zu besprechen haben. Dieser jemand ist nicht zufälligerweise einer von Ihnen beiden. Verraten Sie mir, warum wir uns die Arbeit machen sollten, wenn Sie uns sowieso hier herumführen? Tja. Ich weiß auch von nichts. Wenn das so ist, dann haben wir ein größeres Problem. Wenn wir hier einen gut getarnten Spion haben, dann geht dieses Projekt baden, bevor wir es gestartet haben. Was ist mit Robert Barr? An ihn habe ich zuerst gedacht, aber ich denke, er ist zu clever, um sich mit einer solchen Übermacht, wie wir sie haben, anzulegen. Außerdem ist das sein Boot. Und wenn wir auffliegen, hängt er mit drin. Aber Ihre Schwester könnte es sein. Ich bitte Sie, Sie kennen doch Kelly. Sie ist vielleicht ein ganz nettes Mädchen, aber doch niemals klug genug, um einen solchen Plan zu entwickeln. Geschweige denn einen hochempfindlichen das Film. Das ist wahr. Aber trotzdem würde ich es bevorzugen, wenn Sie sie im Auge behalten, Partner. Das dürfte überhaupt kein Problem darstellen. Sehr gut. Ich hoffe, Sie haben nachher Zeit, zur Eröffnung des Casino-Schiffes zu kommen. Wir fangen um Mitternacht an. Die Atmosphäre ist sicher besser als auf der langweiligen Party in der Stadt. Ich bedauere. Wenn Sie nichts dagegen haben, fahren wir zurück, damit wir auf dieser langweiligen Party nicht verlieren. Oh, ja, natürlich. Sie bringen bestimmt Leben in die Pole. Amüsieren Sie sich gut. Mason? Was hat der denn mit diesen Gaunern zu tun? Verstehst du das? Na, vielleicht ist er auf einen steuerfreien Gewinn aus. Das wäre ihm zuzutrauen. Ach, und dann auch noch diese Ziege. Wahrscheinlich hat sie ihn auf diese Idee gebracht. Und ausgerechnet Robert und ich wollen das Casino hochgehen lassen. Das bedeutet, dass ich meinen Bruder ins Gefängnis schicke. Aber womöglich gehört er da auch hin. Und seien Sie wieder bei uns, wenn Eden Castillo live von der Wohltätigkeitsveranstaltung des heutigen Abends berichtet, die im Country Club zugunsten des Waisenhauses von Santa Barbara stattfindet. Jetzt das Mikrofon an Augusta Tonell weitergebe, damit sie die Auktion eröffnen kann, möchte ich Sie noch einmal von Herzen bitten, in Ihre Taschen zu greifen und großzügig Ihr Portemonnaie zu zücken, damit wir den Waisenkindern helfen können. Es ist nicht nur ein Geschenk, das wir Ihnen damit machen. Sehen Sie es als eine Investition in die Zukunft. Ich glaube, ich kann es wagen, Ihnen jetzt schon mal zu danken. Oh, ich danke Ihnen vielmals, Derek. Sie alle haben die Informationen über Doug Victor erhalten. Seine großen Erfolge und seinen beeindruckenden Stammbaum konnten Sie daraus ersehen. Außerdem konnten Sie ihn persönlich begutachten. Auch wenn ich das Getrappel seiner schmalen Hufe ganz sicher vermissen werde, ist es mir ein Vergnügen, die Auktion zu eröffnen. Das Gebot liegt bei $250,000. Wer macht den Anfang?
Mr. Mortimer, danke. 250.000. Höre ich mehr als 250.000? Mrs. Lacey, 275.000. Das war aber noch nicht alles. 325. Das höre ich gern. Bietet jemand mehr? 375. Der Herr an der zweiten Reihe bietet 375.000. Herzlichen Dank. Was denn, höre ich nicht mehr? Wir haben doch gerade erst begonnen. Seien Sie doch nicht so zurückhaltend. Will denn wirklich keiner von Ihnen 400 sagen? Was ist 400? Das ist sehr gut. Wir haben 400.000. Allerdings würde ich gern noch etwas mehr hören. Wie sieht's denn aus? 500.000. 500.000? Das ist fantastisch. Von Mr. Robert Barr. Da müssen Sie sich ranhalten. $600.000. Ich danke Ihnen, Mr. Kempfel. Danke. 650. Ich sage 700. 800. 9. $1.000.000. Ich biete $1.500.000. Wir haben $1.500.000 von Mr. C.C. Kepfer. Ich sage jetzt zum ersten... 1,7 Millionen. $2 Millionen. Verkauft dann Mr. Kepfer für $2 Millionen. Danke, C.C. Gern geschehen. Sie haben den Waisenkindern geholfen und dem Leben einer armen Witwe wieder neuen Sinn verliehen. Das beweist, dass gute Taten auch negative Auswirkungen haben. Wo ist Robert? Ist die Auktion schon vorbei? Ja, die Versteigerung ging schnell über die Bühne. Robert ist es zu heiß geworden. Er ist verschwunden. Ich habe, was ich wollte. Dark Victor gehört mir und hiermit schenke ich ihn dir. Das ist doch nicht möglich. Du hast mir das Pferd nicht gegeben, sondern gerade weggenommen, Daddy. Wovon redest du? Ich habe dieses Pferd nur für dich ersteigert. Ich weiß genau, wieso du Robert überboten hast und wieso du mir das Pferd jetzt schenken willst. Aber auch wenn es mir leid tut, ich nehme es nicht ab. Kätzchen, warum willst du... Du sollst mich nicht so nennen. Ich bin schon lange kein Kuscheltier mehr. Entschuldigung. Kinder. Sie können einem schon das Herz brechen, nicht wahr? Ist es nicht so? Wenn das so weitergeht, werden wir unser ganzes Geld verlieren. Hunt ist nervös. Er hat Angst, dass etwas schiefgehen könnte. Vergiss das dumme Geld. Wir sollten versuchen, mit heiler Haut davonzukommen. Das ist wichtig. Du hast gut reden. Alles, was ich besitze, steckt in diesem verdammten Spielcasino. Ein Grund mehr, deinen bezahlten Job nicht aufs Spiel zu setzen. Also beweg dich da rein und singe. Oh, hier steckst du, geliebter Bruder. Ja, wie du siehst. Ist doch ein toller Abend, nicht wahr? Es wundert mich, dass dir diese Party nicht viel zu langweilig ist. Immerhin hält man sich hier an die Gesetze. Findest du? Ich wäre mir bei diesen alten Langweilern nicht so sicher. Keiner kann den anderen leiden und den ganzen Abend zeigen sie sich die Zähne. Ich weiß jetzt über alles Bescheid. Wirklich? Dann erklär mir doch mal die Quantentheorie. Ich habe das nie richtig verstanden. Dann verstehst du es mit Sicherheit immer noch nicht, Mason. Pferd ist aber auch ein Prachtwagen. Ja, aber 2 Millionen. Ja, allerdings sehr viel. Dich zu sehen. Das ist schön. Ich freue mich, dich zu sehen. Würdest du gern tanzen?